Hallo und ganz herzlich willkommen zu der Weihnachtsausgabe von Herr Stroms Ursachen. Heute werden Sie einen sehr, sehr besinnlichen Herrn Strom kennenlernen und Herrn Brüggemann. Und Sie werden erfahren, wie Weihnachtsträume platzen können. Aber zuerst ein Intro. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin der Weihnachtsmann Ihres Vertrauens für die heutige Sendung. Die letzte Sendung vor dem großen Weihnachtsfest. Und deswegen möchten wir es uns heute, wie immer, etwas besinnlich machen. Und? Die richtige Zeit zum Jahresende einmal. Alles, was an Stress, an Hektik, an bösen Worten, an Neid, Gier und Missgunst im Jahr, im Äther und im Netz und vielleicht auch auf YouTube herumgeisterte, alles dies zu vergessen und mit einem kleinen Gedichtlein das Jahr fast zu beenden. Und in diesem Gedicht geht es heute um Herrn Brüggemann. Herr Brüggemanns Weihnachten. Die Nacht ist still, die Nacht ist heilig, Kurt Brüggemann, der macht sich eilig, quer durch die Diele, dick besockt, zur Küche auf, das Würstchen lockt. Sein Weib Sieglinde trägt wie immer an Heiligabend das ins Zimmer, was Kind und Kurt am besten schmeckt. Der Festtagstisch ist reich gedeckt. So ist's bei der Familie Sitte, man reicht die Hand zur frohen Bitte, dass jeder esse, was er kann, nur nicht den Hund und Nebenmann. Doch leicht nervös scheint heut der Kurt, er beißt, obwohl sein Magen knurrt, recht zögernd in die Wiener Wurst, nippt nur am Bier trotz großem Durst. Herr Brüggemann träumt unterdessen von dem Programmpunkt nach dem Essen. Um eines dreht sich all sein Denken, was wird Sieglinde heut mir schenken? Erfüllt sich heut sein schönster Traum, wird's ticken, unterm Weihnachtsbaum wird er ein Uhrenkästlein finden, den Inhalt an sein Ärmchen binden. Frau Brüggemann hat schon vor Wochen dem Lieblingsehemann versprochen, dass das Geschenk für ihren Kurt sehr groß sei, weil er 50 wurde. Ab dem Moment hat er mit Freud so manchen Hinweis eingestreut, dass ihr bei dem Geschenke kaufen nur keine Fehler unterlaufen. Bis dahin wusste Sieglinde nur, ihr Mann will eine schöne Uhr. Jetzt muss er nur, so Kurtis denken, den Kauf in rechte Bahnen lenken. Sie könnt ja kaufen, was sie wollt. Hauptsache Stahl, vielleicht auch Gold. Eine Automatik wäre klug, doch reiche ihm auch Handaufzug. Weder protzig, weder Geiz, recht schönes Fancy in der Schweiz. Auch käm was Nettes aus Glashütte, ihm gerne in die Weihnachtstüte. Das Weib sieht seine Äuglein glänzen, erklärt er ihr die Referenzen, Komplikationen und Kaliber. Herr Brüggemann ist wie im Fieber. Ein Stapel hoch von Magazinen soll ihrer Wissensfindung dienen. Was du dort siehst, wird mich erfreuen. Die Worte wird der Kurt bereuen. Nun endlich! Lasset uns bescheren, ein Weihnachtslied soll Freude mehren. Beschenkt erst Kinder, dann die Alten, doch Kurt kann sich gar nicht mehr halten. Der sonst so unsportliche Mann springt katzengleich zum grünen Tann und schnappt mit unverhohlener Gier die Kiste in Geschenkpapier. Für Papa, frohes Weihnachtsfest, das Kärtchen, das nicht zweifeln lässt, dass sich sein größter Wunsch erfüllt, wenn er nur den Karton enthüllt. Papier und Schleife sind zerrissen, der Deckel flugs ins Eck geschmissen, der Blick wird frei auf das, was drin, dem Kurt entgleist Gesicht und Kinn. Sieglinde hat nichts falsch gemacht,
als sie an Curtis Rat gedacht und aus der Zeitschrift wie gefordert für ihren Mann die Uhr geordert. Sie griff sich blind ein Magazin, in dem die Uhr zum Kauf erschien, doch leider war es vom Nachbar Jupp, das Mitgliedsheft vom Motorclub. Als Frau und Kind noch darauf hoffen, sie hätten kurz Geschmack getroffen, tropft eine Träne nicht vor Glück in den Karton aufs gute Stück. Wie wunderbar! Hört man ihn heucheln, will seine Liebsten nicht enttäuscheln. Genau die war mein größter Wunsch. Schatz, reich mir doch den Weihnachtspunsch. Nun zieht sich der Herr Brüggemann allmorgendlich die Astron an. So quarzt und färbt ihm das Geschenk seither sein linkes Handgelenk. Und die Moral von der Geschichte: Wer Uhren liebt, der glaube nicht, dass alle anderen Gleiches denken, drum immer nur sich selbst beschenken. Ein Gedicht so wahr wie die Weihnachten. Und wenn sich jetzt der ein oder andere unter Ihnen fragt, Astron, Astron, was ist die Astron? Herr Brüggemann hat mir seine Astron für den heutigen Tag überlassen. Falls Sie sich die ganze Zeit gefragt haben, was der Herr Strom da wie, warum am Handgelenk trägt. Die Astron aus dem ADAC-Heft, diese wunderbare Werbung von der Splendor SA in der Schweiz. Nur ein ganz kurzer Blick. Das ist sie, die berühmte Astron. Eine wunderbare Weihnachtsuhr. Eigentlich hatte ich vor, das einzige Review des Jahres heute über die Astron zu halten. Doch aus zwei Gründen tue ich es nicht. Erstens, ich will Ihnen nicht die Laune verhageln. Und zweitens, die Splendor SA ist vor wenigen Wochen pleite gegangen. Deswegen ist sie zum Glück nicht mehr käuflich erhältlich. Aber vielleicht werde ich Ihnen direkt im neuen Jahr diese wunderbare Uhr ein ganz klein wenig näher bringen. Die dazugehörige Verpackung, die Versandtasche, die Garantiekarte, freuen Sie sich darauf. Nach Weihnachten, wenn ich Ihnen keine Laune mehr verhageln kann. Und trotzdem ist es die perfekte Weihnachtsuhr. Warum? Hören Sie selbst. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is tonight in the one horse open sleigh. Hey! Wunderschönes Teil. Und damit möchte ich mich von Ihnen kurz vor Weihnachten verabschieden. Ich wünsche Ihnen ein sehr, sehr frohes Fest. Ich wünsche Ihnen zwei tolle Tage mit Ihrer Familie, den Samstag und den Sonntag. Denn am Montag sehen wir uns wieder, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da beginnt das große Herr Stroms Ursachen Weihnachtsquiz. Ich habe Sie schon vorgewarnt und Sie sollten sich jetzt so langsam überlegen, was Sie Ihrer Familie erzählen, dass Sie am zweiten Weihnachtstag ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag für ein paar Tage vorm Computer sitzen. Aber, wie gesagt, das erst in 2,5 Tagen. Bis dahin ein tolles Fest, ein wirklich super tolles Fest im Kreise Ihrer Lieben. Wir sehen uns wieder und viele Grüße von mir, Herrn Brüggemann und dem Weihnachtsmann. Bis dann.